Oh Leute, ich bin mir nicht so sicher. Soll ich das wirklich tun? Oh, ich bin mir so unsicher. Oh Mann. So, gehen wir rein. Denkst du, die meisten Lines sind so, weil das früher so war oder weil die Leute einfach lazy waren? Ich habe keine Ahnung, mir ist das früher nicht aufgefallen. Vielleicht war damals einfach der Text nicht so wichtig. Vielleicht hat man sich darüber weniger Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe damals Bushido, wenn er auf hart gemacht hat, mit 14, 15, da habe ich ja auch nicht wirklich drauf geachtet, was er sagt, wenn er irgendwie und Boss und was weiß ich, Messer und Ghetto vorkam, fand ich's cool. Ich glaube so, ja, so dieses mehr auf Texte achten und so, das wurde erst später Thema und von dem her kann man da jetzt wahrscheinlich, also glaube ich, vielleicht war ich auch einfach zu jung, so, keine Ahnung. Hände weg von meinem Rap-Stil, scheiß immer noch auf Trap-Beats. Warte, ey. K.U. auf Trap-Beats. Ha? Wie geht das? Und Gott sei Dank geht euch der Arsch auf Grundeis, denn ich stopp wie das Maul, als ob euch 10 Meter Arsch in den Mund scheiß. Ey, ist mir egal. Ist nice, es ist geil, weil es geil gerappt ist. Snagger sowieso Killer und das ist nice, Digga. Auf einmal geht euch der Arsch auf Grundeis, denn ich stopf euch das Maul, als ob euch ein 10 Meter Wal in Mund scheiß. Sagt der Wal, ich weiß es nicht, aber ich find's geil gerappt, scheiß drauf. Denn ich stopf wie das Maul, als ob euch ein 10 Meter Arsch in den Mund scheiß. Achso, ein 10 Meter Arsch, ja, warum sollte er auch ein Wal einen in den Mund scheißen? Ist egal, Wayne, was ich da gesagt habe, aber ich find's nice. Ist doch geil, scheiß drauf, ist doch nicht schlecht, kann man doch machen. Immer geht euch der Arsch auf Grundeis, denn ich stopf wie das Maul, als ob euch ein 10 Meter Arsch in den Mund scheiß. Ekelhaft. Gucke nicht mehr auf Preisschilder. Ja, das hat doch jeder gebracht, der dann erfolgreich wurde, oder? Würde ich auch bringen. Wäre die erste Line, die ich bringen würde. Ich gucke nicht mehr auf Preisschilder. Gucke nicht mehr auf das Preisschild. Und dachte nicht mehr auf die Preisschilder. Ich muss wirklich sagen, es ist lange Zeit her, dass ich mir das letzte Mal ein Preisschild ansah. Guck nicht mehr auf Preise, denn die Rollie ist jetzt leichter. Wenn ich shoppen geh, schau ich nicht die Preise an, nein, nein. Mache die Regale leer und guck nicht mal den Preis an. Chill am Kudamm, lauf ins KDW, guck nicht auf Preisschild, Digga. Nice. Nie wieder auf die Preisschilder achten. Oh ja, ich bin so reich, oh ja, ich bin so reich. Nein, ich schau nicht auf. Moneyboy, erste Nennung. Moneyboy ist das erste Mal dabei. Das ist aber auch weird, oder? Ich meine, Moneyboy hat auch schon die ein oder andere sehr weirde Line. Gio, deinen nächsten Track musst du jetzt mit Ich schau nicht mehr aufs Preisschild anfangen. Ich schreib's mir auf und expose dich, wenn du es nicht machst. Wieso das denn? Hab ich doch nirgendwo versprochen. Was denkst du, wer du bist, Hicks? Hä? Du kleiner Lustmulch, Alter. Kommst hier in den Chat, denkst, kannst du das große Klappe haben, oder was? Hä? Du kleiner Vogel, Alter. Ich zertrete dich wie ein Insekt, du kleiner Schmutzfink, Alter. Komm mal ran, komm mal nach Berlin. Da regeln wir das wie echte Berliner, Digga. Ja, vor der Dönerbude treffen, wer verliert, muss Döner ausgeben. Ohne treten. Auf den Preis, nein, ich schau nicht auf den Preis. Alles für die Gang und ich guck nicht auf den Preis. Nein, weil auf einmal guck ich nicht mehr auf den Preis. Keine Ahnung vom Preis. Aber ich muss sagen, mich interessiert dieses hier, Lines, die schon jeder Esel hatte, finde ich gar nicht so interessant. Ja, das juckt mich nicht. Da haben jetzt 30 Leute halt gesagt, ihr guckt nicht aufs Preisschild. Ja, meine Güte, oder? Nein, ich guck nicht aufs Schild. Nein, ich guck nicht auf den Preis, nein. Brauch mich high, kauf Designer und ich schau nicht auf den Preis. Ja, ich kauf nicht auf den Preis. War dieser Yin Kalle, der ist jetzt hier gerade hinter mir, war das nicht der irgendwie so übelst, ja, so richtig Scheiß gebaut hat? War das der? M.I.J. der Gangsterboss, / El Chapo. Mein Körper wie gemalt von Picasso. Picasso. Ey, ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass da 2015 so eine Kacke, so eine schlechte Mische hatte. Das klang ja fast wie eine VBT-Runde, Digi. Mal von Picasso. Ich bin der. Ach, die erste Nennung. Sicher, dass das so gemeint war? Ah ja, stimmt, da war ja auch... okay, das macht natürlich Sinn. Ja, ich finde es immer schade, dass so, wenn du Reactions machst, musst du halt immer exposen, wie dumm du eigentlich bist. Aber es gelingt mir mal ganz gut, oder? King, du warst auf der Baumschule für Sauschwule, Sonderschule für besonders Schwule. Go. Du warst auf der Baumschule für Sauschwule, Sonderschule für besonders Schwule. Also ich meine, okay, ich verstehe so ein bisschen den Flex, den er da mit diesen Worten bringen wollte. Ausschule, Onderschule, aber das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Baumschule für Sauschwule, Sonderschule für besonders Schwule. Go. No. I'm dead ass. Leave. Go. Er lebt nach, die Kugel hat dir wehgetan, jetzt stehst du nur noch auf einem Bein. Pelikan. Der Pollack. Wie ich das handhabe, denn ich mach nie wieder krumme Dinge.
Banane, sag jetzt nicht, du sagst jetzt Banane, Digga. Nein. Ja, Pollack, guck, wie ich das handhabe, denn ich mach nie wieder krumme Dinge. Sag jetzt nicht Banane, Alter. Banane. Oh, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Du kannst doch nicht krumme Dinger und dann Banane bringen und dann noch so vorhersehbar mit dem Reim vorher. Hätte einfach Orange oder Apfel, Digga, ich hätte gefeiert. Ich hätte es gefeiert. So aggressiv wie die Labradore. Ja, stimmt, Labradore sind sehr, sehr liebe Familienhunde, oder? Sind es nicht so voll die Netten? Oh, ja, Mann, einer der beliebtesten Familienhunde. Er liebt Menschen, besonders Kinder. Oh, Mann, Labrador, so süß, Alter. Ich hätte so gern Hundewelpen. Ich hätte so gerne so einen süßen kleinen Hundewelpen, aber Aga erlaubt nicht. Aga sagt nein. Aga sagt zu viel Arbeit und so. Und sie hat recht, am Ende müsste sie das meiste machen. Stimmt ja auch. Aber trotzdem, ich hätte so gern einen Hund. Das ist doch so süß, Mann. Ich hatte meine Kindheit immer einen Hund. Auch für die Kleine, so ein süßer kleiner Hund, Mann. Wie schön ist denn das? Ja, komm mal hier. Ja, komm mal hier. Ich bin voll der Hundefan, Mann. Wie muss man es anstellen, Leute? Wie muss man es anstellen? Was muss ich machen, damit ich Erlaubnis kriege? Was denkt ihr? Wie würdet ihr da rangehen? Aga hat schon einen Hund. F*** dich. Erpressen? Wie soll ich sie denn erpressen? Schenk ihr einfach ein. Das ist ein geiler Move. Schatz, ey, ich denke, wir sind jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt in unserer Beziehung zu gehen. Und dann einfach den Hund in die Hand drücken. Was soll sie machen, außer zu sagen, hey, süß. Aber jetzt habe ich es schon im Stream gesagt, das war wieder nicht so schlau. Ich glaube schon, dass sie sich da verlieben könnte, aber ich glaube, sie ist sich dem einfach bewusst, dass es wahrscheinlich in unseren Lebensstil nicht so gut reinpassen würde. Schwierig, aber ich bin auf jeden Fall ein Hundefan. Ich hätte da schon Bock drauf, aber wird wohl nix. Yeah! Yeah! Keine Sorgen, als ich geboren wurde, war ich schon gestorben. Mein Kopf um die Nabelschnur. Ach so, Kopf um die Nabelschnur. Die Nabelschnur war aber um den Kopf, ja, okay. Ja, meine Güte, jeder weiß, was gemeint ist. Jetzt halte ich mal hier nicht an so Kleinigkeiten auf, oder? Was sagt ihr? Fand den Einstieg ganz nice, hätte es gern gewusst, wie es weitergeht sogar. Mama, mach dir keine Sorgen, als ich geboren wurde, war ich schon gestorben. Mein Kopf um die Nabelschnur. Ja, gut, ja, meine Güte, oder? Du bist blond und redest über Rap wie ein Nick Sonny Black, Kinder, aka Töte Digger. Ja, okay, das kenne ich. Das kenne ich. Gute alte Zeiten auf jeden Fall. Oh, ja, das waren diese alten Zeiten. Du kannst gerne deinen Scheiß-Hype behalten. Brauch keine Nummer, fahr weiter Bahn. Ich bin echt schlimmer, bin jetzt am Bahn. Sei mal leise, rede nicht von deutschem Rap. Ich bin dieser Typ, der deine Freundin lädt. Schatz, nur Unterhaltung. Nur Unterhaltung.